So, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, man hört alles, man hört auch mich und so weiter und so fort. Wir spielen ein bisschen Banishers heute noch. Muss aber sagen, ich werde zwischendurch kleinere Breaks haben, weil ich kriege zwei Lieferungen noch gleich. Und dementsprechend muss ich zwischendurch mal aufstehen, aber mache ich natürlich fürs YouTube-Video, mache ich da einen Break rein, dann merkt ihr, dass das ein Cut ist. Und ansonsten kriege ich später noch Besuch. Weshalb ich nachher auch dementsprechend aufhören werde irgendwann. Der Dienstplan für die Jäger. Und Theodore Shepard ist überfällig. Ich wette, wir schaffen wenigstens einen zu retten. Bekannt machen. Ferdinand Miller, gemäß ihrem letzten Willen und in den Augen von Gott, des Königs und der Kolonie von New Eden, ein freier Mann. Ach so. Den haben wir schon getötet. Darum geht's. Theodore Shepard ist überfällig. Sichere Rückkehr? Nein. Also ist noch keiner eingetragen. Ich erinnere mich an Shepard. Ist vermutlich tot. Geil. Pass mal auf, der ist bestimmt... Ah ne, gut, der ist nicht in dem Gebiet, wo wir schon waren. Und guten Abend, Black Fox und Dunlock, falls ihr noch da seid. Dann guten Appetit für dich und deine Pizza. Ich werde mir nachher Wraps machen. Weil einfach und schnell. Hier sind wir aber vorbeigekommen, dann kann ich mich noch erinnern. Den Loot nicht eingesammelt. So. Da sind Wölfe vor der Hütte. Ihr glaubt wohl, ihr kriegt mich, hä? Seht zu, dass dich niemand... Sarolon. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Platz für ihn. Ich bin besser als du. Hast du gehört? Ei, ich bin der König der Muskete, der Schatten im Wald. Alles in Ordnung, Shepard? Alles gut, Kumpel. Ich hatte die Wölfe genau da, wo ich wollte. Aber ihr könnt mir trotzdem helfen. Habt ihr einen Geist gesehen? Was hat mich verraten? Es ist der Geist von Flora Abbott, diese Negerschlampe. Flora Abbott? Wer ist das? Die kleine Schlampe des Captains. Hat ihr sogar eine Muskete geschenkt. Ist abgehauen, wohl dabei abgekratzt. Und lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Wieso euch? Was weiß ich, wie die ticken. Die sind von Natur aus hinterlistig. Das wisst ihr doch. Sie wollte mich umbringen. In meiner eigenen Höhle. Das ist Beweis genug. Die Sklaverei ist ein Geschenk für die. Verzeihung? Bleib ruhig. Wir müssen uns um einen Geist kümmern. Dem kleinen Drecksack können wir später noch Manieren beibringen.
Vielleicht kann ich helfen. Mit Geistern kenne ich mich aus. Ihr habt eine Höhle erwähnt. Eure? Ja, ich habe sie als Jagdhütte genutzt. Zumindest bis Abbott dort aufkreuzte. Oder ihr Geist jedenfalls. Sie griff mich an. Ich rannte um mein Leben, musste alles zurücklassen. Seid doch so nett und holt mir meine Sachen, hm? So, tut mir sehr leid im Stream, ich musste eben aufstehen zur Tür gehen. Der Amazon-Bote wollte sich mit mir unterhalten. Wie merkwürdig. Ich werde darüber nachdenken. Um was für Sachen handelt es sich denn? Ein Notizheft, ein paar Wolfsfallen. Für euch kaum von Wert, für mich etwas wertvoller. Danke, Kumpel. Ich weiß das zu schätzen. Mal sehen, was wir in Teddys Höhle alles erfahren werden. Ich mach mich wieder auf den Weg. Gebt auf euch Acht, Kumpel. So, hey, das habe ich natürlich in einem Dialog. Er gehört mir. Ein Geist hat uns belauscht. Vermutlich Flora Abbott. Sie hat Spuren hinterlassen. Darf ich hier rein bei dir in die Hütte? Suche nach Angebot. Diese Anfrage ist ernst gemeint. Die Bezahlung ist gut. Ich bin auf der Suche nach 4 hochwertigen ganzen Wolfspelzen. Fiora Abbott. Neutrales Territorium. Theodore Shepard. Westenmeer Hügel. Nordenstein. Was ist das denn hier für eine Übersetzung der Geländebeschreibung? Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was auf der Karte ist. Wenn ich mir die Karte so ansehe, liegt Shepards Höhle gen Osten. Dieses Ding steckt voller Niedertracht. Ach, der Kletterer. Haltet euch da raus! Wer ist da? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Flora Abbott? Seid ihr das? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Das ist der erste Kletterer. Guten Abend, Hagger. Zurückgehen? Oder lieber erstmal hier? Gehen wir erstmal hier, dann habe ich gerade die Kiste, beziehungsweise den Bottich runtergeschossen. Fass! Mein Gott! Dankeschön!
zerleg dich lieber. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Hier ist was versteckt und auf der anderen Seite ist wieder, denke ich mal, ein Schäben. Beschwörungspunkt. Namen Dragon. Beweg dich, Red. Dieser Schemenhort wartet förmlich nur darauf, dass ich etwas unternehme. Enthüllt euch! Ich kann dir helfen. Willst du alleine Spaß haben? Erstmal schon. Hier, das ist für dich. Zielt auf uns. Wie wär's mit einem Highland Kiss? So, wenn ich jetzt drei Schemenhorst-Schlick habe, dann können wir auch beim nächsten Rasten unser nächstes Ausrüstungs... Ich glaube nicht. Ne, waren erst zwei. Müssen wir noch ein Nest machen. Nein, ich will hier nicht runter. Ist so der Blick zurück. Gucken wir mal hier hoch. Ich glaube jetzt nur die Ecken ab, weil hier muss ja irgendwo dann noch die anderen Puppen sein für den Hexengegenstand. Das ist ja immer alles ein bisschen versteckt. Wir kehren zurück, sobald wir wissen, wie wir es öffnen können. Was öffnen können? Ach so, das ist das Mal von der Hexe. Hier waren wir sogar schon mal. Uns mich ein Lager. Gut, dann verfolgen wir jetzt mal die Flora. Das ist der Weg.
Flora? Hier war ich auch schon mal. Sonst wird hier nämlich kein Seil hängen. Warum habt ihr ihn gerettet? Ausgerechnet ihn! Ihr seid Fräulein Abbott, richtig? Ich bin Red McGrath, Flora. Das hier ist Antea Duarte. Wir sind Verbanner und wir sind keine Freunde von Theodore Shepard. Ihr, die Verbannerin. Wir haben von euch gehört. Als ihr hier eintraft. Ich traute meinen Ohren kaum. Jemand wie ich, gekommen, um uns zu retten. Wie sie alle gespottet haben. Ich hatte Hoffnung. Solche Hoffnung. Aber ihr habt uns nicht gerettet, oder? Ihr habt nur diesen Bastard Shepard gerettet. Ihr werdet mich nicht verbannen. Nicht ehe ich mit ihm fertig bin. Hört ihr mich? Keine Sekunde früher. Wir sind keine Feinde, Flora. Ihr könnt uns vertrauen. Kann ich das? Ihr habt das Leben eines Mannes gerettet, der nur Hass für euch übrig hat. Ein Verbanner ist auf der Seite der Lebenden. Ihr seid aber kein Verbanner mehr. Und am Leben seid ihr auch nicht. Das hast du richtig erkannt. Ihr wart als Jägerin in Fort Jericho tätig. Aber warum seid ihr überhaupt nach New Eden gekommen? Mir gehört Land hier. Ich bin schon lange keine Außenseiterin mehr. Irgendwo muss man schließlich leben. Fühlt ihr euch wohl? Seit ich in jungen Jahren meine Heimat verließ, habe ich mich nirgends mehr niedergelassen. Man sollte es sich nirgends zu gemütlich machen. Ich bin in New England geboren, auf einer Farm nahe Boston. Nach dem Tod meiner Mutter kam ich nach New Eden und erwarb ein Stück Land. Nur ein kleines Grundstück am Rande des Waldes. Pennington kam ab und zu vorbei. Wir gingen gemeinsam jagen. Als wir von hier flohen, folgte ich ihm. Schloss mich der Miliz an. Ich wurde ein Teil von New Eden. Dann starb der Captain. Und ich war kein Teil mehr. Warum seid ihr hinter Shepard her? Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich gewähre ihm einen schnellen Tod, denn ich kann besser jagen als er. Ich war besser und das wusste er, das konnte er nicht abhaben. Und dass ich das Vertrauen des Captains hatte, auch nicht. Ich, die Dunkelhäutige. Das schwächste Geschlecht, die falscheste Hautfarbe, der Sündenbock für jeden Fehler. Gehasst für jeden Erfolg. Hat er euch angegriffen? Er hat auf den Boden gespuckt, mir die kalte Schulter gezeigt, mich jeden Tag angegiftet, mich auch manchmal bei anderen schlecht gemacht. So war er. Er wollte mich von sich fernhalten, also hat er mich aus der Ferne erschossen. Am alten Wachturm, östlich von hier. Shepard hat mich noch ein letztes Mal verfolgt, bevor er mich erschossen und umgebracht hat. Tut mir leid. Eine grässliche Schandtat nach der anderen. Der Bastard hat meine Waffe gestohlen. Sie ist in seiner Höhle. Ich will sie zurück. In der Höhle, in der ihr ihn töten wolltet? Ja. Und? Nein. Kein Problem. Bis es ein Problem gibt, natürlich. Lasst euch nicht weiter stören, Flora. Ich vertraue euch. Hoffentlich ist es kein Fehler. Natürlich ist das kein Fehler. Die Wurzeln bleiben nicht lange sichtbar, nachdem ich mir das Herz vorgeknöpft habe. Beeil dich. Mm.
klappt natürlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hilfe. Ich muss mal kurz was überprüfen. Der letzte ist ja so gesehen hier. Kann man hier runterrennen an der Seite? Nee. Da musst du wirklich da hochklettern. Das ist richtig scheiße. Guten Abend, Yaren. Grüß dich. Nee, muss man gar nicht. Oder? Kann ich von hier unten den vielleicht sehen? Ja. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und jetzt den letzten mit dem Schwert. Renn, Red! Renn! Schnell und treffsicher. Gute Arbeit. Ist eine Bonuskiste. Aber hätte mich jetzt gestört, wenn ich die nicht hole. Hexenjagd. Warum jagen sie uns und verbrennen uns? Am Ende verachten sie uns, weil sie insgeheim das suchen, was wir gefunden haben. Die Seeker. Ach ja, hunderte Jahre später, wir sind immer noch auf Hexenjagd. Wir nennen sie halt nur nicht Hexen. Der ist von einem Schild umgeben. Unserer Karte nach sollte der Schatz in der Nähe sein. Das höre ich doch schon mal gerne. Ich bin blind in diesem Nebel. Ich kann was erkennen. Da hängt was im Baum. Ich glaube, es ist eine Tasche. Thank you.
handeln willst. Das ist so elendig eigentlich, finde ich. Weißt du, du rennst einmal die gesamte Strecke, um das Ding hier oben kaputt zu machen, dann wieder zurückzulaufen, um den ganzen Kram wieder zu... Also, ne, du läufst jetzt eigentlich die Strecke nur zurück. Ziel du auf das Herz. Ich kümmere mich um die Wurzeln. Weiter geht's. Ach so, hier ist ein Gegner, deshalb. Sie lernen es einfach nicht, oder? Das Ding unten ist nicht kaputt, aber ich konnte ja nicht zurückhüpfen. Gegner hier sind, dann kannst du halt solche Sachen nicht machen. Wie du siehst, brauche ich andere Winkel. Einmal im Kreis. Für alle, die jetzt Nachzügler sind, sage ich nochmal, ich muss nachher nochmal an die Tür und ich werde heute nicht lange streamen. Ich bekomme noch Besuch später und ich streame jetzt einfach ein bisschen, weil ich habe ein bisschen Leerlauf und dann kann ich auch noch ein, zwei Stündchen Banishers weiterspielen. Damit mich das Spiel... Könnte das der Ort sein, der auf der Karte ist? Nicht mehr... Also damit wir weiterkommen. Und die nächsten Tage dann fertig sind. Flora, ich will mich kurz fassen. Als ich angeordnet habe, dass ihr euch mit Shepard versöhnen sollt, habe ich euch Unrecht getan. Ich verstehe nun, dass ich in meiner Eile, Gehorsam und Effizienz unter den Soldaten zu etablieren, euch gegenüber zu harsch war. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es geht um Menschenleben. Ich möchte euch mit diesem Brief bitten, ins Fort zurückzukehren, um euch zu zeigen, dass Shepard es ernst meint. Habe ich ihn losgeschickt, euch diesen Brief zu überbringen. Es würde mich freuen, wenn auch ihr einen Schritt auf ihn zugehen würdet. Ihr seid unsere beste Jägerin, Flora, und wir brauchen euch. Ich brauche euch. Und ich glaube, ihr braucht auch uns. Nach Penningtons Tod müssen wir die Disziplin wiederherstellen und unseren Respekt füreinander wiederfinden. Kommt zurück, ich bitte euch. Wir werden euch den Respekt entgegenbringen, den ihr verdient habt. Dafür werde ich persönlich sorgen. Ihr seid die beste Schützin in dieser Gegend und wir brauchen euer Talent jetzt mehr denn je. Nachdem das geregelt ist, freue ich mich, euch in ein oder zwei Tagen wiederzusehen. Ja. Hat er gut funktioniert. Shepard gefiel das sicher nicht. Er konnte Helen Priest nicht gegen Flora aufbringen. Das hat ihm sicher nicht gefallen. Zumindest wollte Helen Priest es wieder gut machen und hat sie gebeten, zurückzukommen.
Auch das wird Shepard nicht gefallen haben. Effektiv wird Shepard gar nichts gefallen haben. So, das ist das, was ich noch gesucht habe. Da drüben waren wir ja. Unserer Karte nach sollte der Schatz in der Nähe sein. Aber nicht da oben. Nee, hier sind wir rübergelaufen. Okay. Ah ja, doch. Ist ja richtig. Wir sind ja einen kleinen Umweg gelaufen. Das sieht aus wie der Ort, wo der Schatz sein soll. Hier muss der Schatz verborgen sein. Hier müssen wir lang. Also diese Schatzinfo macht mich wieder fertig. Der Begriff ist immer dehnbar. Hier muss der Schatz verborgen sein. Das heißt nicht, dass er um die Ecke liegen muss, aber... Das ist er übrigens auch nicht. Nahm not isolated. So, Leute.
Ich war stets bemüht. Aber es sollte einfach nicht sein. Also falls ich den Schatz jetzt übersehen habe. Ist ja immer ein Stein mit zwei Brettern auf dem Boden. Die Markierung. Und ich habe da keine gesehen. Ich höre wieder Geräusche aus der Wand. Hier sollte der Schatz sein. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Tut mir leid. Dieses Mal nicht. Ich glaube, hier kannst du rüber, nachdem ich den Weg freigeräumt habe. Wieder kein Schatz, nur Truhe. Also innerlich brennt mein Hirn jetzt, weil ich diesen dämlichen Schatz nicht gefunden habe. Es nervt mich einfach. Ich finde es einfach schrecklich. Du kannst dich auch einen Satelliten geben, der den markiert, wenn ich in der Nähe bin. Nachdem sie ihren Captain und einzigen Verbündeten verloren hatte, verließ sie das Fort. War sie denn sicherer da draußen in der Wildnis? Monster, wohin man blickt. Immerhin konnte sie sich entscheiden, mit welchem Monster sie es aufnehmen wollte. Theodore Shepherds beschauliches altes Heim. Da ist die Flinte. Das muss Floras Muskete sein. Mein Gott. Genug.
war's für dich. Das macht dir Spaß, was? Looten und leveln, natürlich. Meister Teds geheimer kleiner Schlachtplatz, hm? Meister Teds geheimer kleiner Schlachtplatz, hm? Stille und ein Lagerfeuer. Genau, was Dr. Duarte verordnet hat. Zwei Wölfe erlegt, Hügel im Westen, drei Hasen gefangen, ein Truthahn erlegt. Heute nur ein Wolf erlegt. Heute nichts, alle fallen leer. Bin mir sicher, die schwarzmaulige Sau Abbott hat sich wieder dort rumgetrieben, wo sie nichts zu suchen hat. Sie klaut mir mein Wild. Wenn sie auf Ärger aus ist, den kann sie haben. Sie ist eine Gefahr. Ich habe Pennington ersucht, ihr die Waffe wegzunehmen. Wenn er es nicht tut, mache ich es. Dann werden wir sehen, wer hier der Beste ist. Ja, hat keinen Erfolg gehabt beim Jagen. Das hat sie dafür. Das Shepard wollte. Verantwortlich gemacht. Reizender Mann. Reizend ist ein Ausdruck. Mir fallen da ganz andere ein. Shepard ist erbärmlich, zornig und widerwärtig. Und er ist ein schlechter Verlierer. Hart, aber wahr. Das mit dem Rauchen habe ich nie verstanden. Soll angeblich sehr gut für die Gesundheit sein. Ja. Kann ich bestätigen. Davon kriegt man immer eine angenehme Stimme. Guten Abend, Nord Channel. Grüß dich. Fragezeichen jetzt ist, weil da muss ich, das muss ich ja übersehen haben auf dem Weg. Richtig, weil sie damals reinen Tabak geraucht haben aus der Pfeife, war es gesünder. In der Zigarette ist auch Tabak einfach drin gestopft und Kamelscheiße. Gar nicht runter. Mir fehlt immer noch der dritte Kletterer. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Die Jugend raucht so ein grünes Zeug heute, was noch schlimmer ist übrigens, wenn du jung bist. Ach, jetzt sind's stehen. Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! Weil solange der Gehirn nicht ausgebildet ist, ist nachgewiesen, dass das ganz viel kaputt machen kann in deinem Kopf. Deshalb bin ich so, wie ich bin. Seele und Körper, ich beschwöre euch! Gieriger Goldgräber! Wachsam bleiben. Du machst das nicht auch noch.
noch da bin. Ziel auf die Laterne. Kann ich gerade nicht. Nicht gut. Mach dich rar. Ja, obwohl ich 600 Schaden gemacht habe. Pass auf, wo du hintrittst. Nicht ran. Komm, sehen wir uns den Wachturm mal an. Die Legalisierung von Cannabis, naja. Ich bin dagegen, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardliner, dass ich sage, was soll's. Aber ich finde halt, warum sollten wir noch mehr Drogen legalisieren? Auch wenn ich früher Cannabiskonsument war. Vielleicht bin ich deshalb jemand, der dagegen ist. Weil ich die Schattenseiten kenne. Was haben wir denn hier? Oh. Hier war eine Muskete. Man sieht noch den Abdruck. Ich glaube, wir haben diese Waffe bereits gefunden. Ich denke auch. Ein Tropfen mag den Regen verbergen. Da oben steht er. Er hat sie zur Strecke gebracht wie ein wildes Tier. Tja. Ich weiß, sollte uns egal sein, aber... Flora wollte ihre Freiheit haben. Shepard hat sie ihr genommen. Ich bin auch dagegen, hab aber mal mit einem zusammengearbeitet, der meinte, alles legalisieren, Koks und Heroin und alles, was es gibt. Ja, Gratulation, ey. Der Mensch weiß ja immer, was gut für ihn ist. Das ist ja genau die Sache. Feuerstich. Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff getroffen wird, verringert sich die Abklingzeit von Manifestationen um 15%. Flora Abbotts Notizheft. Schlechte Woche, wenig wild. Die ich erwischt habe, waren krank. Schnee im Sommer. Hab mich Fort Jericho angeschlossen. Captain hat mich gebeten, die Leute sind wilde. Ich bringe ihnen Fleisch und Pelz und manche hassen mich immer noch.
Shepard ist der Schlimmste. Ich kenne mich jetzt besser im Gelände aus. Viel wild, auch wenn es kalt hier ist. Ich bin die Beste. Shepard hasst mich dafür. Er ist ein Tyrann. Dachte, ich hätte Shepard beim Jagen gesehen, aber es war ein wandelnder Toter. Hat einen Hasen gefangen und ihn am Stück verschlungen. Ich rannte weg, natürlich. Der Bastard Shepard war hier und hat seine Waffe auf mich gerichtet. Nur für einen Moment, aber das hat gereicht. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Ich weiß, dass dieser Blick, was dieser Blick bedeutet. So starte ich einen Bär an, bevor er auf dich zustürmt und dich erschießen. Und du ihn erschießen musst, ehe er dich erwischt. Sie war eine erstklassige Jägerin. Aber Shepard sah sie nur als Beute. Sieht mottenzerfressen aus. Hier hat schon lange niemand mehr geschlafen. Der Turm muss schon Jahre vor dem Fluch aufgegeben worden sein. Epidemie in den Minen. Alle Wachen werden nach Fort Jericho zurückbeordert. Zack, zack. Kaputtes Schloss, gewaltsames Eindringen. Hier ist ein Echo. Beunyes fat as tahimi. Was machst du in meinem Haus? Echtes Drecksloch hast du hier, Abbott. Passt zu dir. Genug. Du wolltest, dass ich verschwinde, und ich bin gegangen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Was zum Lesen für dich, falls du überhaupt lesen kannst. Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur der Überbringer. Sie hat ihr Gewehr runtergenommen. Wieso? Sie hatte es satt. Sie wollte nicht mehr kämpfen. Ziemlich riskant. Sie ist tough. Helen Priest bat sie, den Frieden zu wahren. Das muss Shepard wahnsinnig vor Wut gemacht haben. Zimmer mit Aussicht. Was will man denn noch mehr? Naja, nicht von einem Kollegen erschossen werden vielleicht. Aber was weiß ich schon. Ich bin nicht gefährdet, erschossen zu werden. Noch nicht. Red, schau dir das an. Hier war sie durchgefallen. Wobei, nicht ganz. Keine Spur von ihrem Leichnam. Vielleicht hat ihn jemand in den Fluss geworfen. Könnte meilenweit flussabwärts getrieben sein. Ja, aber jetzt kommen wir aus dem Suchgebiet raus. Was nicht Sinn der Sache ist, es müsste noch irgendwas oben sein. Floras Blut vielleicht?
Was ist das? Ein Einschussloch. Interessant. Willst du das Loch vielleicht noch häufiger angucken? Floras Blut vielleicht? Ja, ich weiß. Aber... Ah. Vielleicht hier hinten noch auf die Anhöhe. Wir würden ja, wir werden wahrscheinlich was finden, dass er hier oben war. Hier hat Shepard auf seine Beute gewartet. Es war ein Hinterhalt. Lange geplant. Das war jetzt aber alles. Nee, noch immer nicht. Weil ich glaube, dass der Untersuchungskreis jetzt ein bisschen sich nach Norden bewegt hatte. Keine Spur von ihrem Leichnam. Vielleicht hat ihn jemand in den Fluss geworfen. Könnte meilenweit flussabwärts getrieben sein. So, wir fallen zwar aus dem Gebiet raus, aber die Fahne zeigt nach unten. Ich nehme Fetzen eines vergangenen Gesprächs wahr. Wir waren also auf dem richtigen Weg. Das Schießpulver ist feucht. Abbott, du faule, heidnische Hure! Der Schnee ist schuld daran. Du jaulst wie ein feiger, zahnloser Köter, Shepard. Der Captain wird nicht immer da sein, um dir den Arsch zu retten. Ich krieg dich noch. Dann schieß lieber nicht daneben, kleines Hündchen, weil ich schneller bin als du. Und die Sache ist schnell aus dem Ruder gelaufen. Das Pulver war nur ein Vorwand, eine Ausrede, um sie zu misshandeln. Später wird er behaupten, es würde ihm aufrichtig leid tun. Ups. Man gewöhnt sich daran. Könnte das der Ort sein, der auf der Karte? Hart. Sie wollte nur ein besseres Leben haben, wie jeder Mensch. Ich wurde mal von einem spanischen Sklaventreiber angeheuert. Natürlich wurde er heimgesucht. Sein Zustand war übel. Als ich dort aufschlug und er mein Gesicht sah, meine Hautfarbe, ist er ausgerastet. Wollte lieber weiter heimgesucht werden. Hast du ihm trotzdem geholfen? Nein. Er hat seine Lakaien auf mich gehetzt. Hat behauptet, ich hätte die Geister gerufen. Ich habe mich schleunigst aus dem Staub gemacht. Das hätte mich beinahe das Leben gekostet. Flora Abbott hat dem ganzen Mist hier den Rücken gekehrt. Hat sich nicht mehr darum geschert. Dafür musste sie bezahlen. So, Cut um Cut um Cut. Dann wollen wir mal Theodore konfrontieren. Und ja, wegen dem Lieferdienst, der gerade kam, ihr könnt bestimmt alle Kleingeld wechseln. Aber ich habe nicht mal Kleingeld da. Ja, das ist der Sack, den wir da runtergeschossen haben. Deshalb, der redet da oben zwar vom Schatz, aber keine Ahnung, wo der ist.
Oh. Der Schatz ist hier irgendwo. Ich dachte im ersten Moment, okay. Vielleicht ja doch nicht. Aber drin. Aber was für fiese Nummer, ey. Überall Hauptsache mal, eine Schaufel hinstellen. Nee, das ist... Das ist mir einfach zu blöd. Die dritte Puppe habe ich auch nicht gefunden. Ich kann es kaum erwarten, dass du tot bist. Braucht ihr etwa? Nee, wir sind nur falsch abgebogen. Lasst euch nicht weit. Ich vertraue. Dann hockt der immer noch in der Hütte unten. Der Arsch. Der eigentlich gar kein Rassist ist, aber er mag halt einfach eine starke Frau nicht. Das Ziel vom Spiel ist, meine Frau wieder zu beleben. Also je nachdem, was du als Ziel setzt. Wie stehen die Dinge? Ich habe euch euer Notizheft mitgebracht. Und eure Fallen. Sehr schön. Gebt sie her. Nein, ich denke, ich werde sie behalten. Was soll das heißen? Macht ihr Witze? Und ich habe Neuigkeiten. Flora Abbott ist tot. Das ist ein guter Witz, Kumpel. Flora Abbott geht mir am Arsch vorbei. Das sollte sie lieber nicht. Ihr Geist sucht euch immerhin heim. Wollt ihr auch wissen, weshalb? Ich weiß genau, weshalb. Sie hat mich gehasst. Ich habe mich von ihrem Rumstolzieren nicht blenden lassen. Mich nicht wie Pennington täuschen lassen. Helen Priest schätzte sie ebenfalls. Das wisst ihr natürlich. Sie wollte, dass Flora zurückkehrt. Das hat euch aufgeregt. Das ist doch ein Haufen stinkender Pferdemist. Die hat doch keiner vermisst. Ach ja? Seltsam. Ich habe einen Brief von Helen Priest gefunden, in dem sie Flora bittet, zurückzukommen. Und ihr habt ihn überbracht. So, so, das wisst ihr also. Na und? Ja, ich habe ihr den Brief gegeben. Priest wollte sie zurück. Aber Abbott kam nicht. Ende der Geschichte. Sicher, dass ihr es nicht wissen wollt? Seid ihr nicht auch nur ein klitzekleines bisschen neugierig? Wollt ihr nicht wissen, wie sie gestorben ist? Nicht wirklich. Vielleicht von einem Tier angefallen? Wisst ihr was? Sie wurde tatsächlich von einem Tier angefallen. Sehr mysteriös. Denn sie kannte sich in der Wildnis und mit ihrer Muskete bestens aus. So gut war sie gar nicht. Sie hatte Dusel.
Aber irgendwann lässt er einen im Stich. Dann holt dich das Leben ein. Sie floh aus dem Fort, um euch nie wiedersehen zu müssen. Sie hätte euch töten können, aber sie hat sich dagegen entschieden. Das solltet ihr wissen. Das war nur, weil sie wusste, dass sie verlieren würde. Sie konnte besser schießen als ihr und sie war schneller. Sie kannte das Gelände und wusste, wohin ihr gehen würdet. Sie hätte sich auf die Lauer legen können, auf euch warten, um euch dann zu erschießen, wissend, dass ihr auf der Jagd dort vorbeikommen würdet. Kommt euch das irgendwie bekannt vor, Kumpel? Nein. Sollte es? Lass die Spielchen. Ihr habt Flora Abbott getötet. Ich hatte nichts damit zu tun. Und ihr könnt nichts beweisen. Ich muss gar nichts beweisen. Ich weiß es. Das ist genug. Und was, wenn ich es war? Tiere zu töten ist mein Beruf. Und ihr könnt nichts dagegen tun, Kumpel. Ich kann wohl was dagegen tun. Ich bin Engländer. Wie er leibt und lebt. Was wollt ihr tun? Mich verbannen? Ihr redet wirklich furchtbar viel Mist, Shepard. Es wird Zeit, dass man euch mit der Wahrheit konfrontiert. Theodore Shepard, der Geist eures Opfers sucht euch heim. Die Wahrheit ist, dass ihr ein abscheulicher Tyrann seid. Was weiß ein Schotte denn schon übers Menschsein? Macht es mir wirklich einfach, Shepard. Diese Heimsuchung ist gleich vorbei. Verbanner beschützen die Lebenden vor den Toten. Das stimmt. Aber manchmal richten wir dabei auch die Lebenden. Glückwunsch. Selten sah ich jemanden, der mehr verdiente, gerichtet zu werden als ihr. Moment! Nein! Wartet! Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei der blöden Hure. Ich bin ein guter Mensch. Es war ein Fehler. Nur ein dummer Fehler. Ja, es war ein Fehler. Erlaubt mir, euch mit den Konsequenzen zu konfrontieren. Wie eine Rassistenseele für dich. Aber wo ist der Schwefel? Oh, verdammt. Ich hab schon gedacht, er kommt in die Hölle. Und wir kriegen sein Gewehr. Theodors Schatten. Gewehrschuss verbrauchen 30 Geisterpunkte, um Gegner zum Boden zu werfen. Da komme ich ja nie wieder dazu. In der Geister... Obwohl... 400, das sind ja locker 10, 15 Schüsse. Wenn die auch voll aufgeladen ist. Ja, leist 15% weniger Schaden. Abklingzeit von Manifestationen werden erhöht. Wenn dein Gegner erfolgreich verbannt wird, wird die Fusionsanzeige um 25% gefüllt. Jeder vierte Schlagangriff erhöht den Schaden der nächsten Manifestation um 40% oder Phantomsatz verursacht 150% mehr Schaden, aber die Abklingzeit wird auch erhöht. Nee. Wenn ein Gegner, der von Einfang betroffen ist, besiegt wird, wird es auf alle Gegner in der Umgebung ausgeweitet. Schlagangriffe während Fusion kosten 50% weniger. Ich habe da meinen Hund gehört. Was ist los? Wiedergängerwölfe. Sie kehren immer wieder zurück. Wir sollten die Quelle suchen und den Spuk beenden. Ihr Fell hat eine seltsame Färbung. Ja, wie Rost. Sind sie alle durch die Eisenminen umgekommen? Lass uns deinem Bauchgefühl nachgehen. Mal sehen, wohin es uns führt. Willst du darüber reden? Sie rannte weg. Doch was hätte das geändert? Man kann weder seiner eigenen Natur noch Männern wie Teddy Shepard entkommen.
Christen, Engländer. Mittelmäßige, hasserfüllte Männer, die die Welt für sich beanspruchen. Okay, das Areal ist ein bisschen größer. Juhu, ich bin im Kreis gelaufen. Habt ihr gut gesehen? Ich wollte nur gucken, wer aufpasst. Das ist der letzte Kletterer. Du willst mich doch veräppeln. Bereust du etwas? Hätten wir uns anders entscheiden sollen? Theodore Shepherds gibt es wie Sand am Meer. Wie viele Floras müssen noch sterben, bevor sie sich ändern? Rache ist bitter. Und Gerechtigkeit gibt es nicht. Nicht für uns. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Tut mir leid. Ich weiß. Stark kamt ihr. Schwach schwindet ihr nun. Dann tut's mir leid, dass ich euch heute übrigens so früh schon wieder verlasse. Danke, Andreas. Rüstung der Revanche. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert wird, verursacht ihr, ja, nächste schwere Angriff 100% mehr Schaden. Warum soll ich das machen, wenn ich mit aufgeladenen Angriffen zurzeit 80% mehr Schaden mache? Ist ja auch ein bisschen... dumm. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Da summt jemand. Was ich übrigens schrecklich finde. Aber das vermittelt mir ja kein... angenehmes Gefühl, mitten im Nirgendwo. Schwester. Das war Anne Wings. Sie hat etwas gesammelt. Ich frage mich, was? Wir sollten Cotton Peabody auf der Krankenstation besuchen. Ich glaube, das ist Wintergrün. Für was braucht sie Winterlieb? Ich glaube, das ist die Krankenschwester, die den mit den Wunden behandelt hatte. Dafür geht der Stream von Banishers dreimal so lange. Das kann ich heute nicht ableisten. Wie gesagt, ich bin noch verabredet. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Deshalb. Wir tun ja die Unterbrechung auch leid vorhin. Aber ich habe auch manchmal ein bisschen Freizeit verdient. Ihm ist doch Freizeit. Ja.
Ja, das nächste Mal werden wir Banisher wahrscheinlich durchspielen von der Zeit her. Weich auf, wenn du kannst. Diese Wölfe sind lebendig. Vorerst jedenfalls. Die Quelle ist nicht hier. Es ist noch nicht vorbei. Das ist gut erkannt, dass die Wölfe noch leben. Und dass wir es ändern werden. Diese Wölfe sind lebendig. Vorerst jedenfalls. Die Quelle ist nicht hier. Aber hat es vielleicht... Ja. Wir sind richtig. Also wegen dem Durchspielen vom Spiel, wir haben ja noch ein 3-4 Geistergeschichten, die dauern ja so immer 45 Minuten bis zu einer Stunde. Die Wolfshöhle. Sie sind entweder alle schon tot oder kurz davor. Beides ist nicht gut. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Ja. Ja, und die Hauptstory glaube ich gar nicht mehr, dass da so viel drin ist noch. Also muss der Seeker wieder finden. Das ist eigentlich der nächste Schritt, wo man gerade dran wäre, theoretisch. Wieder da. Vergiftet. Fingerhut und Eisenhut. Vielleicht Jäger? Falls ja, wussten sie nicht, dass die Schemen die toten Wölfe wiederbeleben würden. Juhu, wir verbrennen das giftige Essen. Die Siedler sind in Sicherheit. Vorerst. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Wo sind wir? Soweit, wenn ich das hier richtig sehe, gibt es ja noch ein Stück weiter runter. Also geht es noch ein Stück weiter runter. Und ich war hier unten, glaube ich, noch nie am Wasser. Unter der Brücke. Da gehörst du auch hin, Jung. Ja, so viel dazu. Ich sag schon mal einen schönen Abend euch noch. Wir gehen jetzt einfach zum Lagerfeuer und nutzen das als den Save Point. Wobei man natürlich überall safen könnte.
Also gibt es einfach einen angenehmeren und schöneren Cut. Oh ja, lass uns ans Lagerfeuer setzen und ein bisschen ausruhen. Okay, das finde ich auch gut.